Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir finden immer mehr Videoüberwachungskameras auf Straßen und auch in Geschäften. Das Sammeln unserer biometrischen Fotos von Fingerabdrücken in Ausweis und Pass nervt uns seit Jahren. Damit können uns Regierungen, Sicherheitsbehörden, aber auch private Unternehmen überwachen. Sie können und werden die Gesichtserkennung gegen jeden von uns einsetzen. Dazu haben wir in den letzten Jahren genügend Beispiele gesammelt. Sei es die intelligente Videoüberwachung auf dem Bahnhof Südkreuz, das EU-Projekt INDECT oder der Zwang zur Speicherung von biometrischen Fotos und Fingerabdrücken in Ausweis und Pass. Ein Zusammenschluss von Bürgerinitiativen in der EU hat nun kürzlich eine europäische Bürgerinitiative für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung gestartet. Das Ganze läuft unter dem Motto Reclaim Your Face. Wir versuchen unser Gesicht wieder zurückzubekommen, denn es gehört uns. Wir wollen anlässlich des Starts dieser EBI, der Europäischen Bürgerinitiative, noch einmal die Argumente gegen die angeblich so intelligente Videoüberwachung präsentieren und hoffen, Sie damit zu überzeugen, Ihre Unterschrift für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung auf der Webseite der EU einzutragen. Unterschreiben können Sie unter reclaimyourface.eu/de, ist optional, dann haben Sie es in Deutsch. Weitere Infos bekommen Sie zum Beispiel auf unserer Seite bei Aktion Freiheit statt Angst unter a-fsa.de/d-3ei, ein kleines Ei. Hier also ein Zusammenschnitt des Aktionstags gegen die intelligente Videoüberwachung auf dem Bahnhof Südkreuz im August 2017. Viel Spaß! Wir von Aktion Freiheit statt Angst haben heute diese kleine Kundgebung arrangiert, um zu informieren, dass was wir tun im Verein ist eben kommunizieren, informieren, aufklären, die Bevölkerung, auch mit Regierung kommunizieren, soweit das möglich ist. Und wir recherchieren und wir bewerten auch Forschung und Entwicklung. Ich bin Beate Baum, ich bin wissenschaftlicher Fachberater mit Schwerpunkt Ethik in Biometrie und einiges weiter. Und wir haben auch Gäste. Wir werden das heute so machen. Es ist ein langer Nachmittag. Ich habe hier eine 8-seitige Themenliste, die wir abarbeiten werden. Und wer mich kennt, weiß, es wird spannend und anstrengend und dennoch interessant zugleich. Diese Veranstaltung dient vor allem der Information. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Niklas Schrader. Ich bin Mitglied des Abgeordnetenhauses für Die Linke Berlin und dort datenschutzpolitischer Sprecher. Ja, warum sind wir hier? Wir leben ja in Zeiten offenbar, wo es in der Politik nicht darum geht, Sicherheit zu schaffen, sondern Sicherheit vorzutäuschen. Und da ist dieser Bahnhof, vor dem wir stehen, ein sehr gutes Beispiel für. Wir haben auch Politikerinnen und Politiker, auch Mitglieder der Bundesregierung wie Herr de Maizière, die eine Stimmung der Angst, eine Stimmung der Unsicherheit bewusst schüren und für ihre Zwecke nutzen, nämlich für den Ausbau von Überwachungsinstrumenten. Und immer wieder wird dieses Märchen erzählt, man könnte Sicherheit nur schaffen, wenn man die Grundrechte einschränkt. Herr de Maizière hat gesagt, Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten hat Sicherheit Vorrang. Und es regt mich ziemlich auf, diese Grundhaltung, nach der sozusagen Datenschutz und Grundrechte ein Luxusproblem sind. Und wenn es mal einen Terroranschlag gegeben hat, dann sollen diese Datenschützer mal die Klappe halten und die Bundesregierung in Ruhe lassen. So geht es nicht und deswegen sind wir hier. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine Welle von Angriffen auf die Grundrechte erlebt. Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner oder auch diese Videoüberwachung hier im Bahnhof Südkreuz. Keine dieser Instrumente wird uns mehr Sicherheit bringen, sondern es soll Sicherheit vorgegaukelt werden. Und es zeigt sich ganz besonders an dem, was hier im Bahnhof Südkreuz jetzt modellhaft getestet wird. Nämlich der massive Ausbau der Videoüberwachung mit Gesichtserkennung und computergestützter Verhaltensanalyse.
Wir wissen ja schon anhand der bestehenden Videoüberwachung, Kameras haben für Gewaltkriminalität keine abschreckende Wirkung. Kameras können nicht eingreifen. Und im besten Fall wird Kriminalität verdrängt. Und das gilt auch hier. Aber auch bei der Gesichtserkennung wissen wir ja, schon ein Käppi oder eine Sonnenbrille kann dieses Instrument aushebeln. Und wer behauptet, mit sowas könnte man mehr Sicherheit schaffen, der streut auch den Leuten Sand in die Augen. Und was diese Überwachungstechnik aber tut, das ist intensiv in unsere Persönlichkeitsrechte, in unsere Privatsphäre einzugreifen. Persönliche Daten von uns allen, wie Bilder, Bewegungsabläufe oder biometrische Daten, werden von den Kameras erfasst und von den Computern ausgewertet. Und wir gehen durch diesen Bahnhof und wir wissen nicht, was mit diesen Daten passiert. Wir wissen nicht, wann und wie eine Software darüber entscheidet, ob die Daten gespeichert werden oder ob ein Alarm ausgelöst wird, ob die Polizei gerufen wird. Und was bleibt den Menschen anderes übrig, als sich möglichst massenkonform, möglichst unauffällig zu bewegen? Und das Gravierende daran ist doch dann, die Überwachung wird sich auf das Verhalten der Menschen auswirken. Sie werden sich möglichst unauffällig verhalten, kein aus der Reihe tanzen, nicht auffallen, alles möglichst schön einförmig. Und in so einer Welt wollen wir nicht leben. So, das ist ja hier ein Projekt der Deutschen Bahn und der Bundespolizei, also auch der Bundesregierung. Das heißt, die Entscheidung dafür ist auf Bundesebene gefallen. Aber weil ich aus der Berliner Landespolitik komme, wollte ich auch dazu noch ein paar Worte sagen. Es gibt auch hier auf der Berliner Landesebene immer wieder Vorstöße für mehr Videoüberwachung. Der Innensenator Geisel wollte nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz sofort die Videoüberwachung an den sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten einführen. Das konnten wir in der Koalition verhindern, zum Glück. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht der einzige Versuch bleiben. Und es ist auch ein Volksbegehren in Vorbereitung. Da steckt der ehemalige Justizsenator Heilmann von der CDU dahinter und dieser ehemalige Bezirksbürgermeister, dieser Buschkowski aus Neukölln. Und auch die wollen softwaregestützte Videoüberwachung an sehr vielen Orten in Berlin, quasi überall, wo die Polizei meint, sie möchte das tun. Und deshalb will ich sagen, es ist gut, dass wir hier mit dieser Aktion auf das Modellprojekt am Südkreuz aufmerksam machen. Aber es wird weitere Vorstöße in diese Richtung geben und auch dagegen werden wir protestieren und werden wir uns wehren. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Janan Bayram, ich bin Rechtsanwältin und kandidiere jetzt auch für die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg für den Bundestag. Und die Situation an dem S-Bahnhof, das muss man sich so vorstellen, ist halt so, dass hier die Bundespolizei auch als Grenzschützer aktiv werden. Und jede und jeder, der entweder in Deutschland einen Asylantrag stellt oder eine Aufenthaltserlaubnis, der wird im Ausländerzentralregister erfasst mit einem biometrischen Foto und mit Fingerabdrücken. Und schon jetzt ist es so, dass wenn die Fingerabdrücke nicht so gut lesbar sind, die biometrischen Fotos benutzt werden, also die Gesichtsscannung benutzt wird, um den Bewegungsradius desjenigen herauszufinden und mit europäischen Daten abzugleichen. Und wenn wir uns vorstellen, dass sie dafür auch noch die Gesichtsscannung bekommen, dann wird klar, dass es jede und jeder mit Migrationshintergrund, der einen Asylantrag stellt oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt, unter dem Generalverdacht steht und jederzeit sozusagen im Hintergrund seinen Bewegungsradius, seine ganzer Aktionsradius, die ganze Familie, der ganze Freundeskreis unter den Generalverdacht gestellt wird. Und das ist auch deswegen kein Wunder, dass Frontex und andere Grenzagenturen hier letztlich Racial Profiling, das eigentlich vom Gesetz her verboten sein sollte und wobei jeder Nachfrage gesagt wird, es wird nicht gemacht, dass hierfür durch die Technik die Grundlagen gelegt werden, dass alle Migrantinnen und Migranten schon durch ihren Aufenthalt in Deutschland auf ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verzichten müssen. Und deswegen müssen wir
wir gemeinsam, auch wenn man sich selbst nicht betroffen fühlt, gegen diese Form der Menschenüberwachung protestieren. Und einen persönlichen Aspekt will ich noch mal einbringen. Als ich 1984 18 Jahre wurde und George Orwell gelesen hatte und eigentlich dachte, das ist eine Gesellschaft, in der sich kein Mensch vorstellen kann zu leben, hätte ich nicht gedacht, dass ich dann mit 51 Jahren hier stehe und davor warnen muss, dass Big Brother insbesondere alle Migrantinnen und Migranten in Deutschland überwachen will und dass dann die Grenzschützer, das sind nämlich die Bundespolizisten, die hier arbeiten, dass die dann wahrscheinlich die Leute klammheimlich aus dem Verkehr ziehen und wo sie dann landen, das wissen wir nicht. Und dagegen muss sich jede und jeder von uns engagieren, das geht uns alle an. Deswegen gemeinsam gegen diese Überwachungsmaßnahme und gegen jede Überwachungsmaßnahme Freiheit statt Angst, das ist das Motto, für das ich auch mit euch gemeinsam kämpfen will. Dankeschön. Ja, hallo. Ich bin der Simon, ich bin der Vorsitzende der Piraten hier in Berlin. Und wir haben natürlich auch zu dieser Demo mit aufgerufen, weil wir der Meinung sind, dass hier mal wieder eine rote Linie überschritten wird. Wir setzen uns schon seit langer Zeit gegen die Videoüberwachung ein, deren Nutzen ja bekanntlich nicht wirklich nachweisbar ist, die aber dazu führt, dass Leute sich in der Öffentlichkeit anders verhalten. Und hier wird es noch einen Schritt weiter gegangen. Durch die automatische Gesichtserkennung wird aus der Videoüberwachung, an die sich viele Leute schon gewöhnt haben und für die die CDU jetzt tatsächlich ein Volksbegehren starten will, eine Totalüberwachung aller Menschen. Momentan eine Totalüberwachung von 275 Freiwilligen innerhalb von dem blauen Bereich. Im weißen Bereich wird man noch nicht erfasst. Wir haben gerade schon gesagt, man kann es zwar nicht mehr zum Bäcker, aber zum Burger King geht noch. Aber dank des Ausweisgesetzes, dank des Asylbewerberleistungsgesetzes haben wir ja alle schon unsere Gesichtsbilder in biometrisch gut verarbeitbar abgegeben. Hieß vor 10 Jahren bei der Einführung des neuen Personalausweises auch noch, die Gesichtsbilder, die biometrischen, werden nur auf dem Ausweis gespeichert. Die landen nicht in irgendwelchen Datenbanken, werden nicht automatisch abgerufen. Jetzt haben wir gesehen, 10 Jahre später, sie werden eben doch automatisiert abgerufen, sie sind doch in zentralen Registern und sie können natürlich auch völlig problemlos mit solchen Gesichtserkennungssystemen verbunden werden. Das heißt, jetzt gerade fängt es hier mit 275 Freiwilligen an und auch nur innerhalb von einem bestimmten Bereich. Aber wenn dieses Projekt ein Erfolg wird und dank der interessanten Konstruktion, dass man natürlich die Belohnung, den Hauptpreis dafür bekommt, möglichst oft erfasst zu werden, wird das hier ein großer Erfolg. Und wir können uns dann eben darauf einstellen, dass mit den Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt, das dann eben bald so eingeführt wird, dass wir alle permanent überall überwacht werden. Das ist was, was man eigentlich nur aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen kennt und da eigentlich auch schon nicht so richtig gut fand. Das droht uns jetzt hier in unserem täglichen Leben. Und das Perfide dabei ist, dass es ausgerechnet an einem Bahnhof stattfindet. Wir haben uns ja schon damit abgefunden, dass bei jeder Reise mit einem Flugzeug sämtliche Daten inklusive des Essens, das man bestellt hat, irgendwie gespeichert wird. Wir haben uns schon fast damit abgefunden, dass wir auf den Autobahnen überwacht werden. Es hieß ja ursprünglich mal, diese Kameras sind nur für die Mauterhebung. Die Mauterhebung ist natürlich Quatsch, weil das Mautsystem weniger einbringt, als es kostet. Das heißt, auch hier kann man unterstellen, dass es eigentlich nur darum ging, weitflächig Verkehrsüberwachungskameras zu installieren. Und die Bahn war bislang das einzige Verkehrsmittel, wo man sich tatsächlich noch anonym bewegen konnte. Das soll jetzt auch noch geschlossen werden, diese bedauerliche Lücke in der Totalüberwachung. Und wir reden immer viel davon, wie wir doch irgendwie Staaten kritisieren, die Regimekritiker komplett überall überwachen. Wir schimpfen auf die Türkei, wir schimpfen auf China. Das Problem ist, die gesamte Infrastruktur, die man dafür braucht, haben wir hier bald auch. Die Frage ist halt nur, wann kommt jemand an die Macht, der das dann auch wirklich ausnutzt? Und wenn man sich mal so die Umfragen zur Bundestagswahl anschaut, so ganz sicher sein, dass es nicht schon in diesem Herbst der Fall ist, kann man sich leider nicht. Deswegen, hinter mir wird immer gelacht, das ist gefährlich. Sagen wir an dieser Stelle und hier bei der Einführung dieses Pilotprojekts, wir finden das nicht gut, wir finden Videoüberwachung grundsätzlich nicht gut, wir finden die automatisierte Gesichtserkennung erst recht nicht gut und wir werden alles tun, um zu vermeiden, dass sich das einfach so durchsetzt und dass der öffentliche Protest gegen diese Aktion weiterhin so klein bleibt, wie das gerade
augenscheinlich ist. Dankeschön. Wir haben hier einen Kandidaten, nämlich den Spandauer-Kandidat von der Partei Die Partei. Und der wird jetzt sagen, warum er denn der Meinung ist und die Partei denn unbedingt Kameraüberwachung möchte. Wir müssen ja auch mal eine andere Stimme hören hier, nicht wahr? Wir sind ja nicht nur so einseitig, nicht wahr? Also freue ich mich sehr, dass er da ist. Rabin, komm her und erzähl uns mal was über deine Kandidatur. Ja, schönen guten Tag. Wir als, da darf man gerne nochmal applaudieren, ja, also das ist, ja, ich kann hier auch nochmal so ein bisschen winken oder sowas, ja. Wir als Partei, Die Partei, verstehen uns ja als der politische Arm aller Parteien. Und dementsprechend sind wir das natürlich komplett gewohnt, auf verlorenem Posten zu stehen. Umso mehr freut es mich bei einem Anliegen, welches ganz Berlin betreffen wird, dass heute hier Zehntausende von Leuten sich versammelt haben, um diesen hehren Anliegen hier am Südkreuz ein bisschen Ausdruck zu vergeben. Und dennoch haben wir vielleicht da unterschiedliche Positionen, weil wir natürlich prinzipiell auch aus technologischer Sicht natürlich für mehr Überwachung sind. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich der, wenn man jetzt so einen Anschlag hat, wollen wir uns natürlich zukünftig nicht auf die verwackelten Handybilder oder sowas verlassen, sondern wir brauchen natürlich auch zur Medienaufbearbeitung, brauchen wir natürlich hochauflösendes Bildmaterial, dass man so Sprengungen und Ähnliches viel einfacher vermarkten kann und besser umsetzen kann. Dazu brauchen wir natürlich vernünftige Kameras, die großartige Bildmaterialien uns liefern, mit denen wir dann schön sehen können, was passiert ist und das Ganze in den Nachrichtensendungen kapitalistisch schön ausarbeiten können. Der zweite Grund ist natürlich, wir erinnern uns vielleicht ganz gerne auch noch an das Jahr 2006 zurück, wo die Deutsche Bahn sich schon hervorgetan hat mit einem großen Überwachungsskandal und ihre eigenen Mitarbeiter überwacht hat. Sie hat dort also große Erfahrungen gemacht. Sie hat Mitarbeiter bespitzelt, sie hat geschaut, wo diese Mitarbeiter einkaufen gehen. Sie hat geguckt, was diese Mitarbeiter in ihrer Freizeit machen. Und wir sind der Meinung, das ist eigentlich im Prinzip kein schlechtes Konzept, das sollte man ausbauen auf zum Beispiel den Vorstand der Deutschen Bahn, den könnte man mal überwachen. Und dementsprechend wäre auch hier in den Vorstandsetagen der Deutschen Bahn durchaus mehr Kamera wünschenswert, natürlich am besten gleich auch mit Veröffentlichung des Materials. Warum man jetzt dieses Ganze allerdings dann hier ausgerechnet im Publikumsverkehr machen muss, wo Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn eher selten anzutreffen sind, erschließt sich uns noch nicht ganz. Aber wir werden dies weiterhin beobachten und freuen uns, dass wir heute hier so zahlreich erschienen sind. Vielen Dank. Wir haben jetzt wichtige Punkte gehört und wir werden heute Nachmittag Punkt für Punkt auseinandernehmen und ich werde erklären, worum es hier eigentlich geht in der Forschung am Südkreuz. Wir können ja ein bisschen anfangen vor der ersten Pause. Intelligente Videoüberwachung, liebe Freunde, intelligent und Video passt in meinem Kopf nicht zusammen, aber in anderen offensichtlich doch. Die Deutsche Bahn, wie schon gehört, mit dem Bundeskriminalamt und mit der Bundespolizei haben sich da geeinigt und wollen hier diese Testreihen durchführen. Wir haben natürlich auch unsere Whistleblower und haben ein bisschen nachgefragt, wie soll das stattfinden. Es ist so, es wurde ausgeschrieben, dass man sich bewerben kann für diese Testreihe. Über 200 Leute haben sich beworben, haben diese Genehmigung bekommen oder die Möglichkeit bekommen, ihre Daten abzugeben, bestimmte Daten abzugeben und damit einhergehend einen Vordatenabgleich, also zu schauen, was haben die bereits an Akteneinträge, das wurde dann mit überprüft. Sie bekommen ein Gerät, ein Sensor, den Sie am Körper tragen für das nächste halbe Jahr, und zwar immer, wenn Sie hier am Bahnhof Südkreuz umsteigen, einsteigen, aussteigen, was auch immer. Denn das ist dann das Relationsgerät für die verschiedenen Kameras, die drumherum angeordnet sind, um einen dreidimensionalen Raum aufzubauen. Dieser dreidimensionale Raum technisch ist so zu verstehen, dass aus vier Richtungen die Kameras ein Gesicht aufnimmt und daraus wie ein Puzzle ein dreidimensionales Gesicht dann aufbauen kann. Und das wird dann erprobt an diesen 200 und noch was Leuten.
Und die haben sich dafür freiwillig gemeldet und bekommen nach der Forschungsphase von einem halben Jahr auch ein bisschen Geld dafür. Ja, das ist der Plan gewesen. Den hat man jetzt zur Umsetzung gebracht und heute beginnt dieses Projekt hier. So wissen Sie ungefähr, wie das abläuft. Nun, diese biometrische Gesichtserkennung, Sie wissen, biometrische Gesichtserkennung, Face Recognition, ist eben markante Punkte am Gesicht oder bestimmte Punkte am Gesicht abzumessen, diese umzurechnen in ein dreidimensionales Gesicht, neu aufgebautes Gesicht, was dann dem eigenen Gesicht angeblich dasselbe sein soll. Und um dann eine Erkennung zu machen, zu schaffen mit den biometrischen im Ausweis vorhandenen Daten, und das in Echtzeit. Das bedeutet, während der Mensch also von Gleis A nach Gleis B läuft, in einer bestimmten Zone sich aufhaltend, sollte es möglich sein zu sehen, wer das ist. Parallel Abgleich mit Datenbank. Das ist der Plan. Ja, das ist sehr schwer umsetzbar. Man hat ja schon dreidimensionale oder Gesichtserkennung an sich, hat man ja schon in Mainz vor ein paar Jahren ausgetestet. Es gab große Schwierigkeiten, angeblich weil es zu dunkel und so weiter. Also interessant. Und jetzt hat man natürlich dran weitergearbeitet und hat das dann hier jetzt in die nächste Stufe gebracht. Nun, welche Datenbanken betrifft denn das Ganze? Das bedeutet, wir müssen ja eine Datenbank mit Informationen haben, damit das Gesicht mit einer Datenbank abgeglichen werden kann. Oder eben die Punkte, die Zahlen, die dabei entstehen, mit den Daten abgeglichen werden können. Und da geht es vorerst um dieses Fingerabdrucksystem Eurodac, Visumsdatenbank, VIS, das sind so die Abkürzungen, ne? Und Schengener Informationssystem. Ja, das ist eine komplizierte Sache, wir werden ja noch darüber sprechen. Zusammenhang gibt es aber auch mit Projekten wie EU-LISA, das ist die EU Agency for Large-Scale IT Systems, also die Vernetzung, die Intervernetzung der Visa, der einzelnen Visa-Abteilungen in der EU. Also diese Intervernetzung wird ja seit Jahren forciert, so dass man, so hofft man, zentral irgendwo steht und dann für alle EU-Bürger die Daten abgreifen kann, zentral an einem Ort. Das ist im Moment noch nicht möglich, daran wird ja gearbeitet. Dann gibt es Zusammenhänge auch mit den Projekten Frontex, das ist das European Agency of the Management of Operational Cooperation at the External Borders. Frontex ist uns ein Begriff, ja, da sind die Wasserwege, die Wassergrenzen Europas, dann EASO, das ist das European Asylum Support Office, das ist so gesagt die EU-Asylbehörde, die ebenfalls langfristig natürlich davon profitieren soll und auch Smart Border, ein Projekt, womit wir uns schon länger beschäftigt haben, vor einer Weile, nämlich die intelligenten Grenzübergänge, da wird mir auch immer schwindelig, wenn ich den Begriff intelligent höre und dann wieder mit einem Computer in Zusammenhang gebracht wird. Jedenfalls haben wir uns da schon sehr breitflächig dazu geäußert im Internet, zu Smart Border. Und es gibt noch weitere Intervernetzung und automatisierte Erkennung in der EU, Datentransmission und den zentralen Datenabgleich. Also es gibt eine ganze Menge Projekte und Vorstellungen und Wünsche, die da zum Tragen kommen. Ja? Also wo dieser Forschungspunkt hier durchaus wichtig ist für diese Entwicklung. Ja? Das wird uns so nicht kommuniziert. Das muss man sich selbst erarbeiten, diese Information. Das können wir nicht lesen einfach so, wenn wir auf den jeweiligen Webseiten suchen. Also mit diesem System können eben zukünftig diese Gesichtsbilder von deutschen Bahnhöfen oder Flughäfen mit dem europäischen Informationssystem abgeglichen werden. Denn die sogenannte intelligente Videoüberwachung analysiert und erkennt Personen anhand von Fotos in Datenbanken mit sämtlichen biometrischen Fotos unserer Ausweise und Pässe. Es wird dann drei Videoüberwachungsformen geben. Die erste, nämlich die allgemeine beobachtende Überwachung. Dann die zweite, das ist die gezielte Personenüberwachung. Und dann die dritte, die Personenerkennung. Ja, das heißt, wir wissen, es wird verfolgt. Ist ja Sinn der Sache, dass man dann verfolgen kann, dass man eine Person, die von Gleis A nach Gleis B auch beobachten kann, wie sie von Gleis A nach Gleis G geht. Und wenn man das dann schon kann, kann man das ja woanders auch schon. Wenn man das breitflächig einführt, kann man eine Person komplett beobachten. Ja, vom
Ausgang aus der Haustüre bis zum Arbeitsplatz. Lückenlose Überwachung und Verfolgung. Ja, das ist kein Klatschen wert. Ich weiß, es ist eigentlich Buhrufe wert. Das Projekt auf dem Bahnhof hier soll also eine Indekt-ähnliche Videoüberwachung aufbauen und da Proben Indekt. Ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert. Das war vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt, das eben strafrechtlich relevante Bedrohungen präventiv erkennen soll, können müssen. Präventiv und Computer ist auch wieder etwas, wo sich mir der Magen umdreht. Ja? Mir als Geisteswissenschaftler sowas unterzujubeln ist eigentlich unmöglich. Aber gehen wir weiter. Dazu verbindet Indekt eben oder sollte damals Indekt verbinden die Daten von Kameraüberwachung mit Daten aus dem Internet und das sind eben die Social Networks, Suchmaschinen, Foren und so weiter und mit staatlichen Datenbanken und dann im Ergebnis potenzielle Straftäter, also du, liebe Zuhörer, und mit erkannt werden, bevor sie etwas tun, also bevor ihr irgendwie etwas tut, sollt ihr schon erkannt werden sollen können. Nun, Indekt soll dann beurteilen, ob wir uns normal oder abnormal verhalten und es überwacht auf allen Ebenen, also öffentlicher Raum als auch Internet und in Folge uneingeschränkten Einblick in die Privatsphäre. Ja, also präventiv ist ein ganz interessanter Begriff. Dieses hier ist ja jetzt nur auf Gesichtserkennung fokussiert, auf dreidimensionale Gesichtserkennung. Die nächste Stufe ist die Körperbewegungserkennung. Es gibt ja auch Musterkörperbewegungserkennung. Das ist, wenn man eine bestimmte Gangart hat und diese immer hat, dann kann man anhand der Gangart erkannt werden. Und die Zukunftsmusik oder die Zukunftsideen diesbezüglich sind, dass eben bestimmte Bewegungen bestimmte Menschen als potenziell gefährlich oder nicht gefährlich einstufen. Also wir haben hier etwas Interessantes auch, nämlich, dass der Algorithmus dann sagt, wer ist gefährlich und wer nicht und nicht mehr der Mensch. Der Algorithmus wird dann über uns schweben und Erkennung machen und das wollen wir so nicht. Deswegen Aufklärung. Aufklärung ist wichtig. Der Einsatz von softwarebasierten, computergestützten Analysen der Daten zur Gesichtserkennung und Nachverfolgung von Personen, also einem anlasslosen Bevölkerungsscan, verletzt durch einen Gesichtsabgleich mit erkennungsdienlichen Datenbanken nach § 27 des BPOLG, Bundespolizeigesetz. Und deswegen lehnen wir das ab, dass das hier so gemacht wird. Ja, wir lehnen das ab. Wir, die hier sind und auch die, die heute nicht hier sein können und die mit uns geistig hier sind, also eine ganze Menge, ja, lehnen das ab. Über den späteren geplanten Wirkbetrieb weiß auch die Projektleitung nichts. Das ist doch mal was. Ja? Schon mal die 80 hinmachen, dann schon mal auf Start schalten und dann mal gucken, wie es kommt, ne? So, und es gibt Tafeln, haben Sie die Tafeln gesehen? Da vorne, am Eingang? Da steht über der einen Tür, hier wird gescannt und über der anderen hier nicht. So, fragt mich einer, wenn Uschi mit drei Kindern durch die Türen läuft, ob sie jetzt darauf achtet, welche Tür sie betritt. Nee, tut sie nicht. Und das sind so Sachen. Und wann sollen sie denn das erfahren? Von wem sollen sie das erfahren? Also es gab eine Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber auf eine Anfrage des Abgeordneten André Hunko von den Linken. Und zwar am 17. Februar 2017. Und da sagte er, also da wurde ihm geantwortet von Dr. Haber, zum Umfang und Art der Datenbanken für die Erprobung wurden bisher noch keine endgültigen Festlegungen getroffen. Entscheidungen über einen etwaigen späteren Weiterbetrieb sollen im Anschluss an den Test erfolgen. Aha. Und dann der Test weiterer Funktionalitäten intelligenter Videotechnik erfolgt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG. Der genaue Umfang ist noch nicht festgelegt. Ja? Also das ist hier ein Startschuss und keine abgeschlossene Forschungskonzept. Es ist ein Startschuss und eine Einführung, die uns jetzt hier irgendwie gegeben wird, die uns jetzt mit, wo wir uns dran gewöhnen sollen, wo wir sehen sollen, ist doch alles nicht so schlimm und so, ne? Ist doch genau wie sonst auch immer, deswegen auch keine besonderen Infotafeln, deswegen auch keine besonderen Hinweise. Also wir wissen nicht, welche Datenbanken tatsächlich da
benötigt und verwendet werden. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was da genau passieren wird. Ja? Wir müssen also ein halbes Jahr warten und dann in einem halben Jahr wieder hier stehen, ob die Schilder abgenommen werden oder nicht. Und in welche Gesetze sich in diesem halben Jahr wo rütteln und wer was da wandeln will. Wir müssen also immer wachsam bleiben, damit uns nicht wichtige Informationen abhanden kommen. Ja? So, kommen wir zum Punkt, der uns alle am meisten interessiert. Welche Gefahren gibt es denn hier? Welche Gefahren gibt es? Ja, also angeblich geht es, wie inzwischen üblich, um Terrorfahndung. Praktisch soll die Verfolgung aller Vergehen bis zur Ordnungswidrigkeit, also auch Schwarzfahrer, Sprayer, Obdachlose, Bettler und so weiter, möglich sein. Also alle, die eigentlich auf Bahnhof Südkreuz quasi nichts zu suchen haben, die nicht ein- und aussteigen, sondern alle anderen und die Verbrecher, die ein- und aussteigen, also eigentlich da ja jeder Generalverdacht, alle. Ja, alle. Das ist einfacher zu sagen, alle, als alle aufzuzählen. So, jetzt hier mal nacheinander aufgezählt, ja. Diese Datenerhebung erfolgt heimlich. Das ist ein Problem. Es werden nicht nur die Personen überwacht, von denen eine Gefahr ausgehen könnte, sondern alle. In der Abteilung Auswirkungen der CCTV auf Communities und Individuen. Es ist ja so, dass natürlich ganze Gesellschaften und Individuen die Auswirkungen von dieser Überwachung spüren. Und da hat die FRA, und wir sind Mitglied bei der FRA, das ist die Agency, die Europäische Menschenrechtsagentur, schon Untersuchungen gemacht und auch schon sehr gute Untersuchungen durchgeführt, dass es sehr viele negative Auswirkungen auf das soziale Miteinander gibt und auf das individuelle und das soziale Miteinander. Und jetzt haben wir damals von Stop Orwell 2020 einen sehr schönen Überblick gemacht, welche denn diese sind, und ich werde jetzt mal ein paar nennen, nämlich diese Auswirkungen der direkten CCTV, Closed Circuit TV, das ist die geschlossene Kameraüberwachung, also geschlossen bedeutet durchweg überall, quasi als Naht aneinandergereiht. Die Stigmatisierung von spezifischen sozialen Gruppen. Ja, wir können eine ganze Menge Algorithmen entwickeln, die dann in eine Kamera eingespeist werden oder wodurch die Aufnahmen gefiltert und strukturiert werden können. Und da können auch eben spezifische soziale Gruppen erkannt werden, ob nun anhand von Kleidung oder anhand von Gang oder anhand von Hautfarbe. Also es wird wirklich sehr rassistisch. Das ist eine Tatsache, die man untersucht hat und die entstehen kann. Und die sich auch teilweise schon zeigt. Dann haben wir rassistische Erfassung und Zerstörung von Vertrauensbeziehungen zu lokalen Communities. Ja? Also wenn wir eine Gruppe von Flüchtlingen haben, die dann als solche markiert wird und als solche erfasst wird, dann ist das ein Rassismus und dann ist das nicht in Ordnung. Dann haben wir die negative psychologischen Effekte durch die Routinearbeit bei CCTV. Routinearbeit bedeutet immer wieder dasselbe. Also negative psychologische Effekte bedeutet, wenn ich hier jeden Tag am Südkreuz einmal einsteige und dann abends wieder einmal aussteige, und ich bin jetzt kein Freiwilliger, und das wäre jetzt ein System, welches eingeführt wäre, dann müsste ich damit leben, dass ich jeden Tag zweimal hier durchgescannt werde. Und das kann mich psychisch belasten. Und das ist ein Fakt, dass eben viele Leute langfristig diese unangenehme, paranoide Entwicklung erleben, ja, und das ist etwas, das hat sich gezeigt, das ist ein Problem. Dann haben wir die Macht- und Verfügungsgewalt auch in automatisierten Systemen der Bediener. Das bedeutet, derjenige, der diesen Algorithmus entwickelt, hat ja die Macht über die Auswertung der Daten. Und das ist irgendjemand, den wir nicht kennen. Ja? Das ist irgendein ITler, der wahrscheinlich null Ahnung hat von den Auswirkungen von dem, was er da eigentlich entwickelt. Oder es ist ein Beamter, der einfach eine Anweisung durchführt. Ja? De facto erinnert mich das ein bisschen an das sage ich jetzt nicht. Aber Fakt ist, das ist ein Problem. Ja? Wer bestimmt denn über den Algorithmus, warum was gescannt wird? Oder wo eingeordnet wird, ja, wo systematisiert wird oder wie, wer bestimmt das? Das haben wir gar keinen Einfluss darauf, ja. Dann die vorbeugende Rauswurf von unerwünschten Gruppierungen in sicheren städtischen Bereichen.
Also so wie eben die Jugendlichen dann immer mit ihren Skateboards irgendwo rumfahren, so wurden sie ja in England schon durch hochfrequente Geräusche vertrieben, weil sie vorher wahrgenommen wurden als Störquelle durch Kameras. Ja, und das ist ein Vertreiben von Menschen, das dann durch überhaupt erst ermöglicht wird durch die Wahrnehmung über die Kameras. Dann haben wir diese vielen Datenschutzrisiken im physischen Raum, die eben die Bewegungsfreiheit begrenzen, so dass man sich überlegen muss, wenn ich gescannt werde an den und den und den Ort, gehe ich denn da überhaupt noch hin? Und da geht es jetzt nicht um Verbrecher oder Nicht-Verbrecher, sondern um Menschen, die Entscheidung treffen müssen, und zwar permanent im öffentlichen Raum, ob sie aufgezeichnet werden möchten oder nicht und ob sie sich jetzt an Ort A oder Ort B aufhalten möchten. Und das ist eigentlich eine unzumutbare Situation. Und dann haben wir das unbegründete und unangemessene Suchen und Beschlagnahmen, ja? Also unbegründet kann dann einfach einmal rausgefiltert werden und durchsucht werden, weil er ein bestimmtes Muster zeigt, welches jemand von oben einprogrammiert hat, dass dieses Muster gesucht wird. Ja, das ist ein sehr großes Problem. Dann die Erpressung und Bereicherung aus persönlichen Gründen. Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber Hollywood ist nicht schlecht, was Szenarien angeht. Ja? Und wer jetzt an welcher Kamera ran kann und welche Daten wo rausnehmen kann. Wir wissen das von den Filmen des Edward Snowden und von der ganzen Geschichte des Edward Snowden, dass da man gar nicht mal so schwer an bestimmten Daten kommen kann. Ja? Die Tatsache, dass Snowden eben Daten entnommen hat, ist doch schon ein Beweis dafür, dass die Sicherung dieser Daten überhaupt nicht so ist, wie man uns immer erzählt. Ja? Und was man dann damit macht, wen man wie erpresst und wen man wohin drängt, das ist eine Forschung, die EU-Agentur für Menschenrechte gemacht hat und nicht wir. Das heißt, da sagen auch andere schon, dass es Probleme gibt, massive Probleme, und die wurden hier einfach nicht berücksichtigt. Ja? Dann haben wir Bedrohung der freien Meinungsäußerung, natürlich. Ja, wenn man weiß, drei Aktivisten rennen immer am Südkreuz rum, ja, wo rennen die denn jetzt wieder rum? Dann kann man die auch schneller finden, ja. Dann haben wir die Identifikationsfehler durch die Effektivität der automatisierten Technologie, das heißt eben false positive, ja, also fehlerhafte Erkennung und dann Identifikationsfehler und dann Stigmatisierung und Ausgrenzung. Dann die Verletzung der Privatsphäre in der Überwachung. Ja, wenn ich da drin mit meinem Freund knutschen will, hat mich die Kamera dabei nicht aufzuzeichnen. Das hat einfach nicht zu passieren. Ist so. Möchte ich nicht. Ja, ist ein Fakt. Und da möchte ich auch, dass das auch so bleibt. Oder wenn mein Kind irgendwie da rumspielt, mein Hund, dann hat es auch nicht einfach aufgezeichnet zu werden. Oder wenn ich irgendwie stolpere und ungünstig falle und mein Rock über meinen Kopf, dann hat das auch nicht aufgezeichnet zu werden. Ja, es muss doch möglich sein, sich menschlich normal zu bewegen mit Unfällen, ohne dass mich irgendjemand da gleich irgendwo fixiert und anvisiert, ja. Dann haben wir Repressionen und Sanktionen bei politischen Dissens. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die sozusagen, wenn politische Dissens besteht, das wäre ja der Fall bei kleineren aktiven Gruppen, die nicht mal jetzt hier gewalttätig sein müssen, nein, die einfach nur andere Meinung haben, dass da auch schon durch die Kameraaufnahmen Repressionen erfolgen können, ja, weil sie erkannt werden, weil sie ja festgehalten werden können. Dann Verlust des Glaubens und Vertrauens an die Polizei, und das ist eine ganz schlimme Sache. Das ist eine ganz schlimme Sache. Wenn ich nicht mehr darauf vertraue, dass die Polizei mich schützt, sondern dass sie mich heimlich überwacht, dann ist das ein sehr großes Problem. Ich habe bisher ein durchaus großes Vertrauen in die Polizei, muss ich ja so sagen. Und ich habe immer nur Positives erlebt und wurde auch oft beschützt. Ja? Und wenn sich das aber kippt, wenn die Leute plötzlich Angst bekommen, weil die Kameras hier irgendwie in unnötigen Sachen filmen, ja? unnötige Dinge und persönliche Dinge filmen, dann wird das eine sehr unangenehme Sache. Dann die Polizei verliert ihre Legitimation in den Augen der Öffentlichkeit. Ja? Wenn wir hier 80 Kameras haben, irgendwann 180 Kameras, dann fragt sich die Öffentlichkeit, ja, wozu brauchen wir denn die Polizisten? Es regelt doch alles der Algorithmus. Es reicht doch die Maschine, ja? Wie hieß der automatische Polizist? Cybercop. Heißt der Cybercop? Robocop. Genau das. Ich will kein Robocop. Ich will nicht, dass Robocop kommt und mich beschützt. Nein, ich möchte einen normalen, menschlichen Polizisten, der mich beschützt, dem ich in die Augen gucken kann und der versteht, dass es mir nicht gut geht oder dass
dass ich irgendwie belästigt werde, wo ich normal sprechen kann. Robocop ist keine Lösung. Muss hier mal festgehalten werden. Robocop ist keine Lösung. Ja? Und Robocop ist da hinten schon hier 80 Mal vertreten, ja? Oder soll noch mehr. Das ist keine Lösung. Ja? Dann haben wir aus eigenen Gutdünken Bruch des Datenschutzes in Beziehungen zwischen unterschiedlichen Beteiligten. Das bedeutet, wenn ich gefilmt werde als Non-Profit-Aktivist und dann die Behörde das mitbekommt, was ich da wo belabert habe, kann die Behörde irgendwann aufgrund von irgendwelchen Problemen, die immer wieder auftreten können, Entscheidungen treffen, mir Gelder sperren, mir Hilfen verwehren. Das alles kann passieren und das ist bei der Forschung rausgekommen. Ja? Das ist eine Tatsache, dass das passieren kann. Ja, das ist ja die Stigmatisierung. Dann haben wir Verlust des Glaubens und Vertrauens an Institutionen. Ja? Ich muss doch an den Institutionen, die ich hier mit den Steuergeldern bezahle und mit denen wir hier alle in Frieden leben können, muss ich doch ein Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen geht doch zu Bruch, wenn ich das gegenüber einem Roboter erbringen soll und die Institution sich nicht mehr dafür zuständig fühlt. Oder wenn die Institution sagt, dass der Roboter mehr Recht hat als der Mensch. Das kann es ja nicht sein. Ja? So nicht. Dann haben wir schädliche Effekte auf soziale Beziehungen in Schulen. Und das Schule, meine lieben Freunde, es wird ja immer wieder geschrien, Kameraüberwachung an Schulen ausweiten, weil Brutalität, radikal, bringt aber leider nichts. Im Gegenteil, die tun sich ja dann noch hypen. Ja, wer traut sich da noch, die Olle in den Arsch zu treten, wenn die Kamera noch an ist? Ja, also das, sowas kann missbraucht werden, das passiert oft. Die Schüler lassen sich von sowas nicht abschrecken. Die das tun wollen, die machen es trotzdem. Und die anderen sind einfach nur, fühlen sich belästigt. Und das ist etwas, an Schulen sollten überhaupt keine Kameras sein. An Schulen hat es gefälligst mehr Sozialarbeiter zu geben, wenn es dort Probleme gibt. Sozialarbeiter werden ausgebildet und sind dann arbeitslos. Warum ist das so? Ja, gibt genug Platz für Sozialarbeiter. So, dann haben wir auch noch ein paar Probleme, die sich mit der Data Mining und Data Storage beschäftigen. Das bedeutet Datenbeurteilung oder Datenanalyse, Datenvergleich und die zentrale Speicherung von Daten. Und das sind Probleme, die über unseren Geist hinausgehen. Das heißt, es sind wirklich große Sachen. Ja? Wir haben Hintergründe in der Mobilität bestimmter Gruppierungen, also Hinderungsgründe. Ja? Das heißt, man kann durch die Erfassung von einer Gruppe diese Gruppe am Weiterreisen hindern. Ja? Man kann also sagen, diese Aktivistengruppe, die Anti-Atom-Gegner, fahren mit dem Bus in Berlin los. Ja, wir haben die alle abgescannt, wir wissen, welche dabei sind. Wir verhindern mal die nächste Instanz, verhindern wir die Weiterreise. So, und das ist auch etwas, was nicht sein darf, ja. Wir sind hier eigentlich noch in einem freien Staat. Also es geht nicht, dass wir plötzlich Reisefreiheitseinschränkungen in dieser Form haben. Dann eine neue Form von digitaler Kluft. Das heißt, die haben wir ja eigentlich schon, diese neue digitale Kluft. Die einen, die sich Chips implantieren lassen, damit sie bezahlen, weil das so modern und so toll und so einfach geht. Und die anderen, die anonym sich bewegen wollen, ja. Und diese Kluft, die ist noch nicht überwunden, die kann man gar nicht richtig überwinden, ja. Also es gibt Menschen, die sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was eigentlich mit dem, was sie da machen, passiert. Also mit der Datenmenge, die sie da abgeben, passiert. Es gibt diese Menschen. Und diese Menschen werden benutzt, um noch mehr Datenkonstruktionen aufzubauen. Dann der Bruch des Versprechens auf Vertraulichkeit, ja? Vertraulichkeit. Wenn ich ein vertrautes Gespräch hier irgendwo führen will und mich aber eine Kamera dabei aufzeichnet, ist das nicht mehr vertraulich. Das ist nicht mehr vertraulich. Und ich muss doch wohl überall ein vertrauliches Gespräch führen können, wenn ich das möchte, wenn ich nicht gerade vor dem Mikrofon stehe, ja? Es muss doch möglich sein, dass ich mich mit jemandem vertraulich unterhalte und das muss ich nicht immer nur zu Hause machen können. Das muss ich auch mal draußen machen können, wenn ich das möchte. Das ist wichtig. Dann das Verschwinden der Möglichkeit auf Anonymität und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und das ist ein Punkt, wo immer wieder Missverständnisse auftauchen. Warum ist Anonymität so wichtig, liebe Freunde? Weil Opfer verfolgt werden können. Und das verstehen viele Gruppierungen nicht, die sagen, ja, aber Menschenhandel stoppen ist wichtig. Durch die massenhafte Abscannung können wir ja auch viel besser finden, wo welche Verbrecher wo sind. Ja, aber ihr könnt auch die Opfer viel besser finden und die können auch von anderen viel besser gefunden werden. Und die Opfer, und das haben wir oft erlebt, wollen anonym sein, weil sie Opfer wurden. Und zwar nicht mal durch Datenschutzverbrechen, sondern durch reale Verbrechen. Sie wollen anonym agieren, weil sie wissen, dass da jemand ist, der es auf sie abgesehen hat. Und diese Chance müssen sie bekommen. Das ist wichtig, dass das erhalten bleibt, die Anonymität.
Ja. Ein paar Punkte haben wir noch und dann sind wir nämlich durch. Wir haben dann noch die Erzeugung von gefälschten virtuellen Kopien. Liebe Freunde, was ist das? Gefälschte virtuelle Kopien. Ja, jemand schnappt sich meine biometrischen Daten aus dem Zentralserver und baut sich eine neue Uschi zusammen und kauft dann mal eben schnell bei Mediamarkt für ein paar Tausis ein und dann soll ich beweisen, dass ich das nicht bin. Wie soll denn das funktionieren? Funktioniert gar nicht. So. Und das, damit kann man noch viel schlimmere Sachen machen. Dann die geodemografische Diskriminierung, das ist ein sehr großes Themenpunkt. Und das Hinzufügen von Merkmalen bei unschuldigen Menschen. Ja? Also man kann Daten dekonstruieren und neu konstruieren. Und das kann man beim Datendiebstahl, macht man das ja. Und das ist ja das Problem, das ist ja ein Verbrechen. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass es nicht stattfindet, nur weil wir das nicht wissen. Das sind so die Probleme. Es gibt noch viel mehr. Ich habe jetzt hier eine kleine Sammlung von Studien. Ja, das ist online, ist es lesbar unter, bei unseren Kollegen, auch unter dem Artikel verlinkt. Sie können das alle durchlesen. Eine Untersuchung von Lucy und Müller 2011. Der Erfolg liegt am verbesserten Beleuchten und das beruhigt die Menschen vor Ort. Aha, das ist logisch, da brauche ich nicht zu rechnen. Dann Untersuchung von Müller 2011. Eine große Akzeptanz trotz kaum Effektivität, erleichterte Täteridentifikation, Senkung der Personalkosten, liebe Freunde. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, Senkung der Personalkosten. Untersuchung dann 2012 von Tulni in Leipzig. Der Drogenplatz wurde untersucht, Täter sind ausgewichen, sie sind einfach weg von da, wo die Kameras standen. Ist ja nicht so schwer, ne? Dann Untersuchung von Wodehaus 2012, kein signifikanter Rückgang in Schweden. In Schweden ging es trotz Kameras weiter wie vorher. Ja? Dann eine Untersuchung von Grazner 2006, kein Anfluss auf Affektdaten. Affektdaten, ja, jemand hat gesoffen, jemand wird sauer, jemand schlägt jemand ins Gesicht. Da hat die Kamera einfach nichts bewirkt, ja. Passiert alles trotz 10.000 Kameras. Passiert einfach. So ist die Welt manchmal. Und Verdrängung von Diebstählen fand aber statt. Dann Untersuchung von Hempel 2006 DVG. Die 24 Stunden Aufzeichnung wurden kaum benutzt. Da kann man dann zur Frage, wieso überhaupt machen, Kosten nutzen, was ist da das Verhältnis? Dann 2005 in London, kein Rückgang der Kriminalität, wie eigentlich erwünscht wurde. Bei 2 von 13 Locations, wo es die Untersuchung stattfand, gab es eben keinen erwünschten Rückgang. Nach Installation kam es sogar vereinzelt zur Erhöhung, wie gesagt, wegen der Statistik. Also Körperverletzung und Alkoholeinflusstäter sowie Ordnungswidrigkeiten, kein Einfluss. Ja? Dann Untersuchung vom Brand 2004, 27 Städte, weder Aufdeckungserhöhung noch vermehrter Rückgang der Kriminalität. Also zusammenfassend gesagt, ganz wenig hat sich da getan. Die Frage war, warum, wenn es nicht funktioniert mit der Kameraüberwachung, wenn bewiesenermaßen Kameraüberwachung nicht ankommt, ja, warum wird es trotzdem forciert? Das ist die Frage. Und die werde ich jetzt gleich beantworten. Haben wir nämlich auch untersucht. Die erste Erklärung und die wichtigste Erklärung ist, die Beschaffungskostenerhöhung und die Forschungskostensteigerung fördert Industrie und Einnahmen sowie das Bruttosozialprodukt. Und das sehen wir hier in vielen Fällen von Forschungsvorhaben in der EU. Das ist nicht das einzige Mal, sondern das ist eher der Durchschnitt. Allein für das komplette Anbringen von Kameras an den 325 am meistgenutzten deutschen Bahnhöfen müsse mit 241 Millionen Euro gerechnet werden. Liebe Freunde, das ist eine sehr hohe Zahl. Berichtet die Bild-Zeitung. Diesmal stimmt es aber, weil das berichtet nicht nur die Bild-Zeitung. Und zwar ist das ein Bericht der Bundespolizei, der diese Zahlen angibt. Hinzu kämen zusätzliche Personalkosten und dann noch die Instandhaltungskosten, die in diesem Bericht mit 1.000 Euro pro Videokamera beziffert werden. Ja? 1.000 Euro pro Videokamera, ja, bei... hier haben wir 80 Videokameras. Ja, wer rechnen kann, kann jetzt auch lachen, obwohl es zum Weinen ist und nicht zum Lachen. Ja? So, Reeperbahn-Beispiel. 10 Kameras kosten
das war dann 2009 oder 2010, wann die angebracht wurden. 10 Kameras kosteten 620.000 Euro und wurden mitinstalliert. In den ersten 5 Tagen nach Einrichtung kam es zu 5 Gewalttaten, die die Kameras nicht aufgenommen haben. Wurde dann beendet das Projekt, weil man festlegte, es bringt nicht so viel, es ist viel besser, wenn das Wachpersonal dort umherläuft. Wer schon mal bei der Reeperbahn war, weiß das, ja. Da wird niemand von der Kamera abgeschreckt, das existiert da nicht. Dann Heilbronn, 2 Kameras kosteten 140.000 Euro. Alleine Einrichtungskosten, liebe Freunde, Einrichtungskosten. So, dann das große Fiasko Scotland Yard 2008, wer kennt es nicht? Ich kenne es, Sie kennen es vielleicht auch. Da hat man dann mal richtig in den Geldtopf gegriffen und milliardenteure Kameras installiert. Hat man dann die Daten gesammelt und dann wusste man nicht, was man damit machen konnte und überlegte sich, wir müssen die ins Internet stellen, die Bilder, damit die Leute, die Fahndungsbilder, damit die Leute uns Hinweise geben. Also man hat schon mal Fakten geschaffen und dann festgestellt, dass man nichts damit anfangen kann. Das ist ein ganz typischer, klassischer Fail. Die Tatsachen sind, dass Verbrechen bewiesenermaßen nicht durch Kameras verhindert werden. Ja, also präventiv fällt hier schon mal flach. Ja, sie können nur berichtet werden und das ist nicht die Sicherheit, die sich eine Bevölkerung wünscht. Also wenn ich hier am Südkreuz nachts um 3 umstehe, ja, dann hilft mir die Kamera reichlich wenig, wenn mich irgendjemand überfällt, weil die steht ja nicht auf aus der Wand, kommt und haut ihn eine runter. Das passiert ja nicht. Sondern ich bin dann alleine auf mich gestellt und werde auch noch dabei gefilmt, wie ich verprügelt oder so werde. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte, dass da Personal sich befindet, was darauf aufpasst, dass irgendwie die Leute sicher sind. Ja, das ist Sicherheit und nicht Kameraüberwachung. Es wird am Personal gespart. Das ist eine Tatsache. Das finden wir immer wieder als Argument in diversen Forschungsvorhaben, die sich mit CCTV, also Kameraüberwachung und diversen anderen Themen beschäftigen, wird gespart. Und das ist der falsche Weg. Die Sparmaßnahmen wirken entgegen der Behauptung der Erhöhung der Sicherheit. Ja? Also installiert man 80 Kameras und spart 40 Angestellte. Was hat man dann? Viel mehr aufgezeichnete Verbrechen und nochmal eine Art seltsamer Voyeurismus von aufgezeichneten Verbrechen, den wir uns dann alle angucken dürfen und wo wir dann denken dürfen, es hätte irgendjemand abgeschreckt, aber es hat ja keinen abgeschreckt. Dann die Deutsche Bahn will Verantwortung abgeben an Maschinen und ist nicht um die verbesserte Sicherheit bedacht. Ja, wie soll denn eine Maschine mich beschützen? Also das funktioniert doch so nicht. Ein Algorithmus ist doch empathisch, nicht mal annähernd in der Lage, sich in die Situation eines Menschen, der sich einsam und allein auf dem Gleis am Bahnhof befindet, irgendwie Empathie auszustrahlen. Ja? Wir wissen auch von vielen überfallenen Menschen, oder kriegen es ja auch durch die Presse jetzt mit, dass die ja nicht sicherer waren. Sie wurden ja überfallen. Es ist ja passiert, trotz der Kameraüberwachung. Es hat also nicht geholfen, sondern es hat nur gezeigt, dass es Straftaten gibt. Aber das wussten wir vorher auch schon, dass es Straftaten gibt. Das ist ja nichts Neues. Und ein Fakt, den wir natürlich nicht vergessen dürfen, vermummte Täter können auch weiter Böses machen, ja? Also da reicht ja schon die Kapuze und der Schal und dann kann man mich trotzdem überfallen und dann wird die Kamera auch da nichts mehr bringen. Wir wissen dann, ein Überfall war mehr. Alles klar. Ja, also präventiv schon mal nicht. Das schreckt einfach mal viele nicht ab und das ist ein Fakt. Dann sparen an Kosten, sparen auf Kosten der Sicherheit und sparen auf Kosten der Menschlichkeit, liebe Freunde. Das ist der wichtige Punkt, auf Kosten der Menschlichkeit. Denn es ist billiger, eine Kamera zu installieren und Forschung zu CCTV-Überwachung zu initiieren, als richtiges menschliches Personal einzustellen, das sich dort um die Menschen bemüht. Ja? Und das ist der einzige Grund, warum diese Kamera Überwachung in dieser Form forciert wird. Das ist der einzige Grund. Die Irrläufer, die sich hinters Licht haben führen lassen. Wir haben vorhin gehört, das hat der Herr von der Linken gesagt, es gibt Initiativen, die sich für mehr Kameraüberwachung aussprechen und alle diese Fakten nicht kennen oder ignorieren. Und diese behaupten tatsächlich, sich auch für mehr Datenschutz auszusprechen. Also da platzt mir doch der Hut.
Initiativen für mehr Zivilcourage oder die Initiativen für mehr Menschlichkeit, ja? Das Einzige, was hier hilft, ist mehr Miteinander, mehr Menschlichkeit, mehr Zivilcourage und mehr Personal, mehr Sicherheitspersonal und nicht mehr Kameras, weil das hilft nicht. Wir wollen, dass sich die Menschen nicht mehr in das Licht führen lassen. Also seid ihr auch der Meinung, dass wir definitiv nicht von Algorithmen beschützt werden wollen, sondern von Menschen? Ja? Ich fühle mich nämlich sicherer, wenn jemand da steht, der sofort eingreifen könnte, als wenn eine Kamera mich aufzeichnet. Das ist ein Faktum Maximum und das ist nicht zu widersprechen. Ja, also ist so. Allein der Weg. Stellen wir uns mal vor, die Kamera zeichnet den Straftäter auf, wie er gerade jemand wieder mal die Treppe runterstürzt. Wenn da jetzt auch wirklich eine bewegungsmäßige Erkennung möglich wäre, dass die Kamera dann rot leuchtet, müsste dieses Signal übertragen werden in eine Zentrale, dort leuchtet es rot auf, dort macht es einen Notruf, der Notruf kommt bei der Polizei an, die Polizei fährt los, Täter ist weg, Frau liegt am Boden, heult. Was ist denn das für eine Sicherheit, die uns da untergejubelt wird? Frau heult am Boden, Täter ist weggerannt, Kamera hat es aufgezeichnet, morgen sehen wir es im Fernsehen, oh, schon wieder ein bösartiger Mann hat Frau in die Bahn runtergestoßen. Ja, und Kameraüberwachung, wir brauchen mehr Kameraüberwachung. Nee, wir brauchen Personal, damit Täter Frau nicht die Treppe runterstürzt. Ist ja wohl klar. Ist doch logisch. Datenschutzrechtliche Probleme. Datenschutz ist jemandem vielleicht ein Begriff. Der eine oder der andere kennt das Wort so. Ach ja, Datenschutz, düdeldi. Nein, es ist durch bildliche Darstellung einer Person, diese identifizierbar, so unterliegen die Bildaufnahmen dem Datenschutz. Ja? Also jedes Bild unterliegt dem Datenschutz, nicht nur manche Bilder. Dabei ist unerheblich, ob eine Person tatsächlich identifiziert wird oder nicht. Das ist ein Problem, was hier auftaucht. Ja? Also jeder, der durch die falsche Tür reinläuft, hat ja schon mal da eine Date mehr. Im Petto, im Großrechner, irgendwo. Ja? Videoüberwachung im öffentlichen Raum betrifft nahezu nur unverdächtige Normalbürger. Das ist ein Fakt. Es gibt keinen Verdacht gegen eine konkrete Person, sondern einen Generalverdacht gegen alle Personen. Und das widerspricht der Unschuldsvermutung. Ganz wichtiges Wort, Unschuldsvermutung, muss man sich so merken, einfach, ja, ist ganz wichtig. Das ist das zweite Problem, ja. Durch die zunehmende Digitalisierung stellt die einfache Manipulierbarkeit von gespeicherten Videodaten eine potenzielle Gefahr dar, da diese für eine automatisierte Erkennung verwendet werden können. Diese Gefahr kann gegebenenfalls durch die Verwendung sicherheitsgeprüfter Videosysteme begegnet werden. Aber tatsächlich ist diese Gefahr nicht einfach aus der Welt zu schaffen. Ja? Ich sage nur eins zu der Stelle ergänzend. Ja? Cyberkriminalität, meine lieben Freunde, Hacker, die können das, die können Daten stehlen, die können riesengroße Datenbanken hacken, das ist nicht schön, aber es ist wahr. Und sie können dann mit diesen Daten, egal welche Daten, eine ganze Menge Dinge tun, die nicht gut sind. Und da ist es ein Irrglaube, dass da irgendeine Sicherheit tatsächlich gegeben sei. Ja, also Glaube ist nicht wirklich etwas Sinnvolles, ja. Wir haben Forderungen. Und unsere Forderungen in Bezug auf dieses Projekt hier sind, dass so eine Forschung hier nicht stattfindet. Unsere Forderungen sind, dass mehr menschliches Personal und Sicherheitspersonal abgestellt wird und weniger Kameras. Wir fordern auch, dass die Datensparsamkeit berücksichtigt wird und dass die Zivilcourage gestärkt wird. Und dass diese Fehlinvestitionen, diese großen Fehlinvestitionen, diese riesengroßen Berge von Geld da versanden, dass sie nicht mehr versanden. Weil das ist Geld, was uns allen irgendwo gehört. Wir haben es ja mitbezahlt. Und die Einhaltung des Datenschutzes und der Menschenrechte ist unsere zentrale Forderung an der Stelle. Und wir hoffen, dass das hier jemand mitbekommen hat, dass das in die Welt hinausgeht. Daher seid ihr alle natürlich eingeladen, bei den nächsten Aktionen mit dabei zu sein. Ich danke euch sehr, dass ihr alle da wart. Vielen Dank.